So, jetzt mal schnell aus der Stadt raus oder aus dem Dorf. Ich hab mir gedacht, ich nehme euch heute mal mit auf ein kleines Abenteuer. Ich habe heute mal wieder ein Thema dabei, was mich so in letzter Zeit immer wieder stört. Also ich bin unglaublich gerne draußen und ich gucke mir auch unglaublich gerne YouTube-Videos an. Nur leider gibt es tatsächlich nicht mehr so viele Outdoor-YouTuber, die man sich angucken kann, ohne immer das Gleiche zu sehen. Deswegen habe ich mir heute tatsächlich 3 Punkte aufgeschrieben, warum das der Fall ist. Der erste Punkt hat damit zu tun, dass ich mir einfach kein Equipment mehr kaufen kann. Also ich weiß nicht, was ich mit 50 Messern und 30 Rucksäcken noch machen soll, aber noch mehr Ausrüstung kann ich wirklich nicht gebrauchen. Also der Keller ist voll mit allem möglichen Material und Zeugs und mir noch ein Messervideo anzugucken oder noch einen Loadout anzugucken, auch wenn es irgendwo interessant ist, sich einfach in den Wald zu setzen und seinen Koffer zu packen, Rucksack, ist es doch irgendwie so eine auswendig gelernte Liste von allen. Also wir sitzen dann da, ich packe in meinen Koffer ein Messer, eine Axt, eine Säge, eine Wasserflasche haben lustigerweise nicht alle dabei, aber habe ich jetzt auch nicht mitgenommen. Aber das sind ja immer die gleichen Sachen. Also dann kommt noch dazu, dass wir brauchen noch einen Tarp, wir brauchen einen Schlafsack und eine Unterlage. Und es geht dann nur darum, also es sind 4 Punkte, mir fällt jetzt der 4. tatsächlich ein, es geht nur darum zu übernachten. Und das nervt mich auch so ein bisschen. So, jetzt können wir hier einmal den Ausblick genießen. Also jetzt muss ich hier mal gucken, ob das so mit dem Schnitt auch funktioniert. Ich habe hier unten die 2. Kamera dabei. Also bin heute mit insgesamt 3 Kameras hier unterwegs. Also mal sehen, ob das was wird, das Ganze hier. Also wir haben noch hier, also ich will ein paar Fotos schießen. Einfach mal, um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Also wenn ihr mal Empfehlungen habt für mich mit Fotos machen, ich bin da noch nicht ganz so geübt drin. Ich weiß, wie man auf den Auslöser drückt. Das ist ähnlich viel, wie ich fürs Filmen weiß. Aber naja, so ist das. Hier hinten hört ihr vielleicht das Rauschen ein bisschen. Da hinten, hinterm Wall, ist schon die Autobahn. Aber ich meine, hier kommt man mal so ein bisschen raus. Man kann sich das hier mal angucken. Also ist tatsächlich ja aufgeräumt worden. Das sah im Herbst noch anders aus. Genau, also das Problem, was ich habe, ist tatsächlich, dass es immer darum geht, wir müssen draußen einen Overnighter machen. Ja? Also es wird dann alles als Bushcraft benannt. Also es gibt im Outdoor-Deutschland Bushcraft, was aber eigentlich nur noch ein Overnighter ist, weil mit Bushcraft hat das Ganze sowieso nicht viel zu tun. Und ja, ich weiß, dass das jetzt alles so ein bisschen überzogen und überdreht ist, aber ich will es einfach mal rausbringen. Wir können dann gerne drüber diskutieren, dafür sind die Kommentare da. Also wenn du eine andere Meinung hast, schreibst du gerne da unten rein. Aber ist einfach schade, dass es nur noch um Overnighter geht. Und es geht gar nicht mehr um das Eigentliche. Aber bevor wir zum Eigentlichen kommen, müssen wir mal noch ein bisschen Strecke machen, ein paar Fotos machen und dann können wir doch mal zum nächsten Punkt kommen, den ich auch irgendwie ähnlich schwierig finde. So, der weitere Punkt auf der Liste ist, alles muss zu einer Outdoor-Show werden.
Ich meine, auch wenn ich es irgendwo schön finde und manche davon interessant finde, aber da gibt es ja jetzt so ein bekanntes Format, Seven vs. Wild, nachdem das ja so richtig berühmt geworden ist. Die erste Staffel war ja noch interessant. Irgendwie die dritte hat man mal im Hintergrund laufen lassen. Aber ich finde es einfach schade, dass mittlerweile alle Outdoor-YouTuber irgendwo Bezug nehmen zu diesen Shows. Also ich kann es verstehen, weil es bringt halt Aufrufe. Ja? Und wenn wir zwei Sachen haben wollen, dann ist das Aufrufe und Einnahmen. Ja? Und auf YouTube sind die beiden nah verbunden, weil das eine nicht gerade um das andere geht. Und deswegen ist das halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass natürlich die Aufrufe auch den Umsatz mit sich bringen. Das gilt auch außerdem dann gleichzeitig dafür, für die ganzen Equipment-Videos, weil es macht halt natürlich mehr Sinn, durch Affiliate-Marketing auch die Ausrüstung zu bewerben und damit halt die Einnahmen noch zu steigern. Also das macht ja irgendwo Sinn. Aber ist halt nur schade, wenn das das Einzige ist, was noch gefilmt wird. Also ja, deswegen ist das so ein bisschen irritierend. Aber die Outdoor-Shows, ich meine an sich, wir haben sie alle gerne auf D-Max früher geguckt. Also ich fand Dual Survival und Bear Grylls und all die Leute haben ja ihre Shows gemacht und da auch ihr Geld mit verdient. Also es ist ja nicht so, dass wir keine Shows geguckt haben. Das Problem ist nur, wenn das noch alles ist und wenn alle YouTuber, die was damit zu tun haben mit dem Thema, dann auch gleichzeitig damit mitmachen. Also du hast ja ganz viele YouTuber, die Videos machen als Bewerbungsvideos und haben dann 5, 6, 7, 8, vielleicht 10 Videos auf dem Kanal. Also was ja nicht wirklich viel ist. Also ich habe jetzt letztens mal wieder ein paar runtergenommen bei mir vom Kanal und bin bei 110 Videos. Und auf der anderen Seite dann Leute, die berühmt werden nur durch diese Shows. Und ich meine, ich finde es ja gut, wenn man kollaboriert und zusammenarbeitet, aber ich finde es halt schade, dass diese Shows und das Equipment eigentlich so diese zwei großen Kreise darstellt, zu was die Outdoor-YouTuber geworden sind. Also und es gibt halt nur noch diese zwei Richtungen irgendwie. Und es ist gar nicht mehr so vielfältig, wie man es eigentlich mal annimmt. Also ich meine jetzt, Fotografie ist jetzt nochmal eine ganz eigene Branche. Aber naja, mal sehen. So, jetzt sind hier gerade Gänse rübergeflogen. Deswegen musste ich gerade mal ein paar Fotos machen. Also wenn ich auf die Kamera rumschalten kann, dann könnt ihr sie auch sehen, aber ich kann die ja auch mal kurz umdrehen. Ja, das ist wahrscheinlich zu weit weg für euch. Aber da sitzen da hinten 40, 50 Gänse jetzt mittlerweile. Der nächste oder mein vierter Kritikpunkt mit was mit alles verkehrt läuft mit Outdoor-YouTube, mit Deutschland. YouTube, drehe. Aber sind auf der anderen Seite raus jetzt, aus dem Schilf. Saßen ja gerade nur im Schilf rum. Das sieht man natürlich nicht, wenn man daran läuft. Naja, ist tatsächlich der vierte Punkt, immer höher, schneller, weiter. Und ich weiß, dass das so ein bisschen ein Grundtenor ist von ganz vielem. Dass das immer so ein bisschen die Ausgangsbasis ist. Es muss alles höher, schneller, weiter sein. Und dass das auch so ein bisschen das Problem ist unserer Gesellschaft grundsätzlich. Dass wir immer mehr wollen, dass wir immer höher wollen, wir wollen immer weiter, wir wollen immer einfach noch größere Herausforderungen setzen und noch absurdere Ideen haben. Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Auswuchs jetzt von Outdoor-YouTube, dass es eigentlich gar keine Outdoor-Leute sind, sondern eigentlich nur Challenge-Leute sind. Also ich meine, ich fand es immer wieder interessant, wie wenig Fachwissen, die Leute einfach auch bei Seven vs. Wild hatten. Also kann man sich hier noch hinsetzen? Ja, gut, ist ja noch nicht ganz so morsch.
Aber das Problem ist tatsächlich, wie wenig Fachwissen die Leute tatsächlich auch selber mitgebracht haben. Und das, oder Verständnis von der Natur. Ich meine, das ist natürlich was anderes, wenn du da einen Biologen sitzen hast. Und das ist was anderes, wenn du jetzt Ben Tüxen anguckst, ein Mann im Wald. Aber es gibt ganz viele, die rausgehen wie brachial und noch was. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter, was ist mein Lösungsansatz? Auch wenn das Ganze jetzt hier so ein bisschen aus dem Stegreif geredet aussieht, habe ich mir dazu schon deutlich mehr Gedanken gemacht. Weil das Problem ist tatsächlich, und das ist so die Grundeinstellung, und das ist so ein bisschen, es gibt zwei Ideen aus der Survival-Schule. Und das ist interessant, weil ich ja, deswegen, das war sozusagen meine Begeisterung an Dual Survival damals mit Dave Canterbury und jetzt habe ich den anderen Namen wieder vergessen, der aus den Indigenen kam, von den Indigenen kam. Naja, das Spannende bei den beiden war tatsächlich, dass die dieses Spannungsfeld von Survival und Outdoor mitgebracht haben in Kombination. Dave Canterbury, ganz klassisch, eine Soldatenausbildung, Militärhintergrund. Und da geht es um, dass wir bezwingen die Natur. Bei jetzt, also ihr könnt gerne mal unter in die Kommentare schreiben, wenn euch der Name einfällt. Aber bei ihm ging das aus der Idee heraus, von dem Indigenen mit dem Verständnis mit der Natur. Ja, ich meine, es gibt Punkte, da stimme ich, also ich sehe mich tatsächlich in der Mitte von beiden, weil ich stimme beiden nicht komplett zu. Also ich weiß nicht, warum ich barfuß durch den Urwald stapfen muss, einfach aus Prinzip. Das weiß ich einfach nicht. Auf der anderen Seite muss es eben nicht immer mit brachialer Gewalt vorwärts gehen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen der Punkt ist, den ich in Outdoor-Deutschland vermisse. Diese Balance aus mit der Natur und trotzdem die Natur nutzen. Also Gewalt anwenden, aber nur so viel Gewalt wie nötig und nicht so viel wie Gewalt wie möglich. Und das ist halt so ein bisschen der Trend, den ich sehe. Insgesamt einfach auch durch die ganze, durch alle vier Punkte hinweg gibt es meiner Meinung nach zwei große Trends, die sich abzeichnen. Und das ist erstens, jeder will Geld machen damit. Also ich meine, das ist natürlich jetzt auch kein Problem in dem Sinne. Ich meine, ich will auch Geld machen, so davon abgesehen. Aber die Frage ist halt, wie? Und das ist, glaube ich, der größte Punkt, wo ich anderer Meinung bin als viele Outdoor-YouTuber. Ich glaube nicht, dass Affiliate-Marketing mit den 30 Cent von Amazon jetzt der große Bringer sein wird. Also ist vielleicht gut für am Rande, und deswegen ich nehme es ja auch am Rande mit, aber es muss nicht in jedem Video Thema sein und es muss auch nicht jetzt extra Ausrüstung angeschafft werden, um sie deswegen zu bewerten, sondern das, was gut ist, kann man nennen. Ich habe mein Opener jetzt zu Hause gelassen, aber ich habe hier mein, wo ist denn jetzt das gute bewährte Schweizer Taschenmesser dabei, hier, damit ihr auch seht, mit Logo drauf, Victorinox. Also das funktioniert ja auch und ist gut. Und das habe ich auch kein Problem mit zu bewerben, aber ich muss mir deswegen nicht jetzt jedes neueste Messer auf dem Markt anschaffen und ich muss auch nicht jeder Bewertung zusagen, um mir die Ausrüstung zu besorgen dafür. Das muss nicht sein und das ist, glaube ich, auch sinnvoll nicht zu tun. Auf der anderen Seite, und das hat auch mit der Monetarisierung zu tun, heißt es nicht, auf jeden großen Trend aufzuspringen. Ja? Ich meine, meine Videos sind bisher noch nicht viral gegangen. Könnt ihr gerne mal auch mehr Daumen hoch machen oder, weiß ich nicht, kommentieren, dass die vielleicht auch weiter geteilt werden. Aber es geht nicht immer darum, viral zu sein. Und ich glaube, dass das halt so der Punkt ist, wo wir jetzt schon in den zweiten Bereich reingehen. Es geht einfach nicht darum, immer virale Aufrufe zu haben und immer extremer zu werden. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den wir immer wieder sehen, dass es Leuten darum geht, ja, sie sind auf YouTube, weil sie eine coole Show machen wollen, was an sich ja auch nicht weiter verkehrt ist. Da kommen jetzt nochmal Gänse rüber. So, habt ihr die vielleicht besser gesehen jetzt mal?
Ja, aber also man muss tatsächlich sagen, die GoPro hat nicht unbedingt den besten Zoom. Also wenn es euch um Zoom geht, dann gibt es andere Kameras, die das besser können. Ja, aber es geht nicht immer darum, viral zu gehen. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein bisschen der Grundtenor ist. Dass wir sollten die Hobbys im Wald und die Freizeitgestaltung im Wald so machen, dass wir nicht die Natur irgendwie verschändeln, sondern tatsächlich irgendwo im Einklang mit der Natur arbeiten. Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist, dieses Spannungsfeld aufrechtzuerhalten und sich darüber bewusst zu machen. Ja, ich kann, also was ist mein Lösungsvorschlag? Mein Lösungsvorschlag ist, nochmal kurz in die Notizen gespickt, dass wir einfach mehr draus gehen. Also dafür hätte ich jetzt nicht in den Notizen gehen müssen. Und einfach die Natur erleben, wie sie ist. Und ich meine, das ist, deswegen habe ich gedacht, ach, greife ich heute mal die Kamera, mache ein paar Fotos. Ist jetzt nicht so viel draus geworden irgendwie, weil die Motive hier jetzt nicht so super waren. Aber wenn man jetzt einen neuen Weg und Fotos ausprobieren will, dann funktioniert nur eins von beiden manchmal. Und so bin ich jetzt hier mal eine neue Ecke abgelaufen. Aber ja, es ist einfach wichtig, dass wir die Natur einfach erleben. Und darum, dabei geht es nicht darum, höher, schneller, weiter. Es geht nicht darum, sich an die extremsten Grenzen zu begeben. Und ich meine, das kann man durchaus machen. Und ich finde das ja auch nicht schlimm. Ich gucke so verschiedene Shows ja auch gerne. Aber das ist nicht das, was sozusagen für den Normalverbraucher irgendwie im Alltag sinnvoll oder hilfreich ist, rauszukommen. Und deswegen wird es, ja, ich bin jetzt dabei, noch die Technik auszuprobieren, aber je nachdem, wie das mit der Kamera hier klappt, wird es auch einfacher sein, für mich so ein paar Abenteuer einfach mitzufilmen, weil dann lasse ich einfach mitlaufen und dann wird es wahrscheinlich keine viralen 10-Sekunden-Clips geben. Und ich werde mich bemühen, ein bisschen kürzer zu sein als Ben und nicht 50 Minuten durch den Wald zu spazieren mit euch in der Hand. Das habe ich jetzt wahrscheinlich schon gemacht, aber dem ist dann so. Und auf der anderen Seite das Ganze so ein bisschen mehr durchzuskripten. Ich versuche gerade viel von Casey Neistat zu lernen, vom Vlogging, um euch einfach so ein bisschen mehr Erlebnis an die Hand zu bringen. Aber ich glaube einfach, es ist wichtig, oder mein Anliegen ist es, euch in die Natur zu bringen und euch dafür zu begeistern, selber rauszugehen. Und auch wenn das jetzt nur ein kleiner Spaziergang ist, ist das doch mal ganz nett, aus dem Alltag rauszukommen. Und dafür ist es einfach gut, so kleine Abenteuer mal mit zwischendrin mitzunehmen. Oh, da fliegen die nächsten Enten. Heute habe ich es anscheinend mit dem Geflügel. Mit dem Federwild. Überall fliegt es um mich rum. Ja, aber das ist, darum geht es mir einfach. Also immer kleine Abenteuer für zwischendrin und einfach rauszugehen. Und die Natur, wenn man sie beobachtet, hat immer ein Abenteuer offen. Also, was haben wir jetzt heute schon gesehen? Wir haben ein paar Enten gesehen, ein paar Gänse gesehen, Rehe, die aus dem Schilf weggesprungen sind. Also vielleicht habt ihr die nicht alles gesehen, aber lässt sich nicht alles so einfach mit der Kamera festhalten. Und das ist halt die andere Kunst. Also das Filmen ist halt nochmal eine ganz andere Übungssache. Und deswegen habe ich jetzt die Hoffnung, dass das jetzt mit der Ausrüstung auch so besser klappt als davor. Ich muss noch mal gucken, aber die GoPros sollten ja eigentlich auch wasserfest sein, dass es auch im Regen mal ein bisschen klappen könnte. Weil so ist das nun mal. Ja, naja, ich werde mich weiter ausprobieren. An Ideen mangelt es ja nicht. Aber ja, dass man immer mal was Neues zu erzählen hat, ne? Gut, gut.